Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und zwar geht es wieder los. Tada! Popcorn Lounge. Und zwar mit sehr vielen Problemen. Ihr seht auch gerade, mein Bild ist total absurd. Das ist die schlechteste Popcorn Lounge, die ich gemacht habe. Aber nichts dafür. Unser Credo heißt ja auch, einfach mal machen. Genau. Und darum geht es auch. Hier hinter mir, ob, wo seid ihr? Bop, ja. Sandra und der Engin sind zu Gast bei mir hinten. Und kann man die auch nicht, nein, kann man nicht, muss ich hiervon machen. Die haben nämlich was vor. Es geht um Power Frauen Barcamp. Und dafür habe ich das ganze Orga-Team inklusive mir auch eingeladen. Und ich freue mich, die Informationen für euch jetzt herauszuhauen. Hallo Sandra, herzlich willkommen. Hallo Ich Hakan. komme hier mit der Ja. Spiegelung nicht ganz klar. Also, dann gehen wir mal los und meine erste Frage. Hallo, Sanna. Du bist ja. Genau. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also eigentlich wollte ich nur meine Dankbarkeit aussprechen an die Sessiongeber, die beim Barcamp am 2. Mai teilgenommen haben und dort auch Sessions gegeben haben. Und dann habe ich vielleicht, ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Teilgeber des Barcamps mitgetaggt und habe auch gesagt, dass ich das total toll fand. Und auf einmal habe ich glaube, ganz unten im Beitrag habe ich einfach nur reingeschrieben, habt ihr nicht Lust, irgendwie ein Barcamp zu machen zum Thema Woman Empowerment. Ja, und dann hat es mich überrollt. Genau, das. Ja. Genau, also jetzt, also die Gruppe hat sich tatsächlich gefunden und das ist ja auch gerade eine Woche her und wir sind inzwischen, ich glaube, ich habe vorhin nachgeschaut, 187 Frauen, die sich in dieser Gruppe gefunden haben. Was wir bisher gemacht haben, wir haben, wie man da hinten sieht, schon mal unsere Fokusthemen festgelegt. Ja, und wir haben einen Termin ausgewählt. Das heißt, es gab zwei Terminoptionen und ein Termin wurde mit einer relativ, ja, also mit einer relativ großen Menge auch entsprechend ausgewählt. Das ist der 20. und 21. Juni. Und was wir als nächstes vorhaben, ist auf Basis der Fokusthemen in die eigentliche Sessionplanung zu gehen. Und die Sessionplanung ist eigentlich so der wichtigste Teil eines Barcamps. Danke. Und ja, ich auch nicht. Ja, wir brauchen den virtuellen Platz und der Café ist eigentlich genau richtig. Wir hatten es zum Beispiel damals auch Café und Networking genannt. Wir haben auf Basis Microsoft Teams es geschafft, ein digitales Event auf die Beine zu stellen, das so nah wie möglich an ein Offline-Event rankommt. Und genau das haben wir hier gemacht. Und wir werden jeden Teilnehmer eine Straßenkarte zur Verfügung stellen, unter Anführungszeichen, damit er weiß, wo in welchem Raum was stattfinden wird. So einfach wie möglich gestaltet. Und sie haben zentralisiert, und das ist ja ganz, ganz wichtig, an einem Platz alles, was es dazu benötigt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben uns auch deswegen für Microsoft Teams entschieden, das natürlich diese Produktivität und Kollaborationsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig auch, weil wir den Datenschutz sehr ernst nehmen. Das heißt, wir bilden hier auch sehr viel Möglichkeiten ab, damit hier nicht zu viel oder überhaupt irgendwelche Möglichkeiten zustande kommen, dass hier irgendwelche Brüche sein sollten oder etwas dergleichen. Sondern für jeden so einfach wie möglich an einem Ort einfach wechseln, wie wenn du jetzt einen Raum wechseln würdest im Büro. Wie wenn du jetzt zum Beispiel in den Pausen zwischen den Themen, ja, gemütlichen Kaffee trinken möchtest, dich mit den Leuten unterhalten möchtest, dann mach es. Die Möglichkeiten sind einfach da und wir stellen das alles zur Verfügung. Ja, und das ist genau der Genau. wichtigste Punkt. Und das wird auch beim Woman Empowerment Barcamp so stattfinden. Genau.
Ja, Sandra, eigentlich geht es ja jetzt weiter. Bewerbung, Sessionsplanung und. Was müssen jetzt die Teilnehmer machen, die Interesse an dem Barcamp haben? Sollten erstmal Sessions rausholen oder lieber Tickets kaufen? Was ist jetzt der Step? Also der nächste Schritt findet immer noch in der Gruppe statt, also in der geschützten, in der geschlossenen Gruppe. Das heißt, jeder, der noch beitreten möchte in die Gruppe und auch an der Sessionplanung in den nächsten 1,5 Wochen teilnehmen möchte, muss erstmal in die Gruppe kommen. Ja? Den Link für die Gruppe, den packen wir in die Kommentare. Was dann passiert ist, wir werden die Sessionplanung so machen, dass wir jeden in der Gruppe fragen, möchtest du eine Session geben, zu welchem Fokusthema, also zu einem dieser 20 Fokusthemen, möchtest du eine Session geben, was soll, ja, wie ist die Beschreibung der Session und was ist das Ergebnis, mit dem die Teilgeber aus einer Session wieder rausgehen. Das Ganze sollte, und das ist ganz, ganz wichtig für uns auch, für die Promotion des Ganzen. Das Ganze sollte optimalerweise im Videoformat sein. Wenn das Videoformat nicht klappt, aus welchen Gründen noch immer, ist es nicht schlimm, dann bitte aber trotzdem ein visuelles Format. Das heißt, irgendwas, wo man einen Eindruck davon bekommt, was ist Inhalt der Session, wie gestaltet sich die Session und was einfach ein schönes visuelles, ja, ein visuelles Bild des Ganzen darstellt. Ja? Aber schön wäre es, das Ganze per Video zu machen. Ja, Promotion in dem Sinne, dass wir haben schon so das ein oder andere Gespräch im Rücken gehabt. Mit zwei, drei Sessiongeberinnen, die sich gut vorbereitet haben. Das heißt, die ersten Session-Bewerbungen oder die ersten Session-Pitches, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, werden tatsächlich heute Abend in der Gruppe hochgeladen. Die scharren schon mit den Hufen im Hintergrund und warten eigentlich auf das Go, was wir ja hiermit jetzt geben. Das heißt, nach diesem Beitrag, wenn ihr das Video gesehen habt, dann könnt ihr sofort loslegen. Macht ein kurzes Video zum Thema, zu welchem Fokusthema, mit welchem Inhalt der Session und we mit welchem Ergebnis. Ja, das ist Genau. relativ einfach. Das reicht ein kurzer Satz dazu. Ja, nur dass wir Bescheid wissen. Ja? Ja, danke. Moment, ich muss doch mal hier noch. Ich hab immer noch technische Probleme, aber wir fahren fort. Das wird lustig. Das ist die beste Popcorn-Lounge, die ich gemacht habe, meine Damen und Herren. Also immer, Also, immer die Beste. zu meiner Sache nochmal, meine Damen und Herren. Es ist so, dass Sie erstmal ja, Ihre Sessions abgeben müssen und Sandra wird das als Projektmanagerin dann bewerten und es kommt dann. Ihr Profil kommt dann auf die Webseite mit Ihrem Skill bzw. mit Ihrer ja, Idee auf die Webseite. Und da werde ich mich kümmern und Sie bekommen dafür auch noch Promotion-Material, digitale Promotion-Material von meiner Seite aus. Und dies können Sie dann bezüglich auch selber benutzen. Engin, was ist diesmal anders als das letzte Barcamp? Was ist diesmal anders? Diesmal ist die Situation so, dass wir natürlich einige Learnings mitgenommen haben vom letzten Mal und wir weisen von Anfang an auf gewisse Tücken hin, sage ich jetzt einmal, ja, die jetzt ganz normal transparent geöffnet werden. Was anders sein wird, wird ein bisschen die visuelle Darstellung auch nochmals in Microsoft Teams, was das Barcamp betrifft. Da bin ich gewissen Wünschen nachgegangen, auch noch diesbezüglich. Und was noch anders sein wird, es wird noch interaktiver werden, nämlich wir werden von der Sessionplanung her das so gestalten, dass einfach ganz anders die zeitliche Planung stattfinden wird, weil wir zwischen den Sessions andere Zeiten zur Verfügung stellen werden. Und das aus dem Grund auch, weil eines der größten Learnings für uns natürlich war, also wenn wir keine Learnings mitnehmen würden, dann würden sie wir eigentlich schlecht machen. Ja, wir haben natürlich sehr ernst genommen, was das Feedback betrifft. Wir haben ernst genommen, was die Community sagt, was jeder einzelne Teilnehmer mitgeteilt hat. Und das ist ganz wichtig. Wir werden Zeiten, bitte. Ich wollte nochmal, meine Damen und Herren, wenn das Video jetzt gerade aufhört, klicken Sie bitte unter den Kommentaren, da geht das nämlich weiter mit YouTube. Ja, fang nochmal weiter bitte. Das war Ja. noch ein kleiner Hinweis. Was sich hier
also ganz spezifisch ändern wird, ihr habt gezielt die Möglichkeit, wirklich einen Kaffee zu trinken, euch auszutauschen, euch miteinander zu unterhalten, euch kennenzulernen. Und das wollen wir noch mehr in den Vordergrund dann auch mitheben. Und auch was es das Woman Empowerment betrifft, natürlich, wir haben hier die Themen, die von Frauen für Frauen abgestimmt wurden, ja, genau wie die Sandra das ja mitgeteilt hat. Und hier sollte sich jeder kennenlernen, der auch dieses Thema fördert und auch mit unterstützt diesbezüglich, dass hier jeder eigentlich ein Mensch ist, egal welcher Gender. Und von daher ganz wichtig, auch speziell für die Frau, dass sie da hervorgehoben wird und jeder dasselbe Recht hat und nicht nur ein Mann. Und dementsprechend hier wir auch auf diese Themen eingehen werden. Und wenn man sich dann 15 Minuten zum Beispiel zwischen den Sessions Zeit nimmt, gemütlichen Kaffee trinkt und sich kennenlernt, kann man ganz was anderes da dazu bringen. Denn was ist bei einem Offline-Event das Thema? Man isst miteinander, man spricht miteinander, man nimmt sich die Zeit miteinander, genau. Man tauscht Erlebnisse aus, man lernt sich kennen und. Das soll hier einprägsam mit reingebracht werden und das machen wir noch besser als jemals zuvor. Ja, das ist richtig spannend, was du da alles erzählt hast. Sandra, jetzt nochmal zu dir zurück. Es geht ja auch nicht nur, dass man jetzt Sessions hier anheftet oder beziehungsweise raushaut. Man muss ja auch dort, ja, was rechtlich ist, Datenschutz hat der Engin ja schon gesagt, und das geht ja nur mit dem Ticketverkauf, damit man sich dann auch dazu bereit erklärt, da mitzumachen. Wie läuft das mit dem Ticket? Genau, der Ticketverkauf startet heute. Der Beitrag dazu ist bereits rausgegangen. Der ist sowohl im öffentlichen Feed als auch in der Gruppe. Wir haben drei verschiedene Tickets. Wir haben ein sogenanntes Early Bird Ticket. Das ist beschränkt auf 150 Tickets. Das gibt es zum Preis von... Nein? Habe ich was Falsches erzählt? 100? Early Birds sind 50 Tickets, Sandra. Nein, das ist das andere. Oh Gott, ich glaube, jetzt musst du schneiden. Standard Early Bird ist auch nur 50 Tickets, haben wir gesagt. Okay, alles klar. Ja, genau. Also wir haben auf alle Fälle, wir haben Early Bird Tickets, wir haben dann quasi Standard Tickets und wir haben dann ganz zum Schluss, kurz vor Eventende, haben wir nochmal ein Kontingent an Tickets, die quasi als Last-Minute-Tickets dann rausgegeben werden, wenn tatsächlich alle anderen Tickets ausverkauft sind. Genau. Wir haben für unsere Gruppenmitglieder nochmal ein extra Kontingent gesichert. Da gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die dafür gelten. Aber das werden wir auch in der Gruppe entsprechend an Informationen bereitstellen. Aber der Ticketverkauf startet heute. Und wann endet das? Der Ticketverkauf wird voraussichtlich am Donnerstagabend, das ist der 18. Juni, enden, damit wir noch Zeit haben, die spät dazugekommenen auch ordnungsgemäß und ordentlich und funktionsfähig auch in Microsoft Teams reinzuholen. Nochmal zur Erinnerung, Sandra, kannst du nochmal raushauen, wann überhaupt jetzt das Barcamp ist? Das Barcamp ist am 20. und 21. Juni, das ist Samstag und Sonntag. Aktuell wissen wir noch nicht, wie viele Sessions wir tatsächlich als Beiträge bekommen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir beide Tage nutzen. Wenn es nicht ausreichend Session gibt, was ich nicht glaube, weil einfach das Thema so groß ist und das Thema so interessant ist für ganz viele, dass wir sicherlich ganz viele Sessions bekommen werden, dann werden wir das auf ein Zweitages-Event machen und zur Not können wir immer noch auf ein Eintages-Event zurückgehen. Das hängt aber tatsächlich an der Menge der Sessions, an der Menge der Themen, aber auch an der Menge der Teilnehmer. Ja? Engin, ich frage dich jetzt mal gerade, dieses mit dem Anheften ist ja ein bisschen umständlich. Also wie gesagt, wir haben es jetzt improvisiert, weil wir gerade am Umbauen sind, meine Damen und Herren, aber ich hoffe, Sie haben auch Verständnis dafür. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Okay, die Tickets und die Sessionplanung und Informationen, wo bekommen die Menschen und die Frauen, Menschen und Frauen überhaupt, wo müssen die dann gucken? Ist ja ein bisschen durcheinander, oder? Ja, es ist jetzt die Situation so, dass
wir zum einen alle Infos zur Verfügung stellen in der Woman Empowerment Gruppe, auf LinkedIn zum Beispiel. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist auf der Eventseite und Organisatorenseite von Eventbrite, also wenn du jetzt auf den Link von Eventbrite, der dann zur Verfügung gestellt wird, noch von der Sandra, sobald offiziell ist der Ticketverkauf beginnt, sind alle Informationen dort einmal geparkt, auch vorm Ticketkauf schon. Da sind schon alle ersten Infos drin. Und gleichzeitig auch, wenn man das Ticket gekauft hat, egal welches jetzt, ja, ist die Situation so gegeben, man bekommt einen Link zu einem Livestream. Dieser Livestream ist ja die offizielle Eröffnung des Barcamps dann am 20.06. Und gleichzeitig bekommt man auch schon Handouts nochmals zu Microsoft Teams und noch die Zusatzinfos dazu. Also von daher ist da alles lückenlos geparkt. Auch auf der Ticketverkaufsseite ist es so, dass dort auch noch alle Informationen enthalten sind, sei es das Tool, Datenschutz, sei es die Regeln zu einem Barcamp, was ist ein Barcamp, und da ist alles geparkt. Gleichzeitig, und da möchte ich zurückgeben zu dir, lieber Haker, sobald wir offiziell mit der richtig geilen externen PR beginnen, ist es so, dass da noch zusätzliche Anhaltspunkte und Anhaltsstellen zur Verfügung gestellt werden. Ja, genau. Das kommt, wenn das alles so Hand und Fuß hat, meine Damen und Herren. Dann komme ich nämlich ein bisschen zur Geltung. Da fängt bei meiner richtige Arbeit an, und zwar Werbung in die Außenwelt. Und da freue ich mich auch, mit Ihnen zusammen das Ganze zu rocken und ein nachhaltiges Produkt oder beziehungsweise Barcamp nach außen zu bringen. Unser Thema ist Frauen und Powerfrauen im Business, und ihr habt die Hashtags bzw. die Themen. Ich pinne mal nochmal die Sandra, und die Sandra geht mal ein bisschen beiseite, und komplett Self, Family, Beruf, Personal, Entwicklung, Branding, Kommunikation, Female Leadership und. Sehr viele Sachen sind dabei, und ich freue mich auf diese wirklich, wirklich spannenden Themen. Und das wird bestimmt ein Burner in der Welt, auf der Welt, beziehungsweise in der Dachregion. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Sandra, habe ich noch was vergessen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben alles besprochen, was wichtig war. Wichtig ist, wie schon gesagt, wenn ihr zur Sessionplanung oder wenn ihr an der Sessionplanung teilnehmen könnt, das könnt ihr nur, wenn ihr in der Gruppe seid. Link für die Gruppe ist entsprechend in den Kommentaren. Der Link zu dem Ticketverkauf ist in den Kommentaren, und ab sofort kann es losgehen. Also, wir rocken das zusammen. Das ist inhaltlich euer Barcamp. Und natürlich nicht nur das der Frauen, bitte. Also ganz, ganz wichtig, ja. Das ist keine reine Frauenveranstaltung, sondern hier geht es darum, das Thema Woman Empowerment zu beleuchten, Sessions zu beleuchten, mit Ergebnissen rauszugehen. Und da gehören auf alle Fälle die Männer dazu. Ja, im Team sind ja auch zwei Männer, von daher ja. Läuft das ganz gut. Alles ausgewogen. Ja. Engin, habe ich noch was vergessen? Ja, eines. Ja. Let's camp together. Wie bitte? Ich habe es noch nicht verstanden. Nochmal. Let's camp together. Ja, yeah, right. Oh, guck mal hier. Wir müssen gleich mal ein Upgrade machen. Bang. Meeting das war's alle. Auch, meine Damen und Herren. Das war ein sehr guter Schluss vom Zoom. Wir werden es aber nicht mit Zoom machen, sondern wir gehen auf Microsoft Teams, wie der Engin gesagt hat. Das war jetzt eine provisorische Sache von der Popcorn Lounge. Tut mir leid. Die nächsten Videos werden definitiv besser. Also Kisses, entschaltet nochmal ein bei der Popcorn Lounge, wenn es heißt Poppy the Pop. Tschüss. Tschüss. Bis bald.